Hallo ihr Lieben. Ja, ich gehe jetzt mit euch wieder durch den Wald. Man hört die Vögel zwitschern. Es ist still. Kaum Autos auf der Straße, sehr angenehm. Ja, ich komme gerade aus der Kirche zu den Heiligen Drei Königen. Ich muss gerade mal überlegen, ob ich hier rechts muss schon. Nee, ich glaube noch nicht. Oder? Moment. Nee, noch nicht. Nächste. und dort sollte ja mein wunderbarer Vortrag stattfinden über Niki de Saint-Phalle und über die Astrologie, der verschoben ist. Aber immerhin war ich jetzt dort und habe schon mal eine Konzeption gemacht, wie die Bilder dann hängen sollen, weil da werden ja auch meine Bilder ausgestellt. Und habe da, glaube ich, eine schöne Lösung gefunden und werde am kommenden Freitag, also Anfang April, die Bilder dann auch zusammen mit dem Veranstalter aufhängen. Wir werden uns halt nicht berühren, aber es ist mir doch ein Wunsch, dass die Bilder an der Wand hängen und auch ein Zeichen zu setzen, dass die Kreativität natürlich weitergeht. Es war ein schönes Treffen gerade mit 2,5 Meter Distanz, hat aber Freude gemacht. Ja, jetzt bin ich hier im Wald und auf dem Weg nach Hause. Es ist traumhaft schönes Wetter heute. Und ich muss sagen, ich glaube, dass in ein paar Monaten alles wieder anders aussehen wird. Und ich hoffe, dass es nicht wird wie zuvor. Das hoffe ich von Herzen. Ich hoffe, dass der ganze Stress nicht wieder losgeht. Dass wir mal bei dieser Tempo-Entschleunigung bleiben. Es wäre so wohltuend. Ich wünsche es uns allen. Also mir macht es unglaubliche Freude, in der Langsamkeit, in der Ruhe unterwegs zu sein und einfach innezuhalten, den Himmel zu genießen, die Vögel zu hören. Hört ihr sie? Die Stille ist sehr laut, ne? Wenn man die Ohren und das Herz öffnet. Ja, das wünsche ich euch allen. Öffnet die Ohren und das Herz. Schaut mal, wie schön der Wald hinter mir ist. Es ist einfach total schön. Und es ist auch ein Traum und ein Geschenk, einen Wald vor der Tür zu haben. Ja, der Wald ist ja in allen Märchen der Zugang zum Unbewussten, Unterbewussten. Und damit beschäftige ich mich natürlich mein ganzes Leben lang schon. Ich wünsche euch einen schönen Tag, lasst es euch gut gehen. Alles Liebe, eure Anita.